Kanalnudeln? Ich hatte ja vor kurzem gesagt, ihr könnt mir wieder Fragen stellen für ein neues FAQ und dieses FAQ gibt es heute. Ich habe mir ja nur wenige Fragen genommen, weil ich das Ganze diesmal nicht in zwei Teile aufsplitten will, sondern alles hier beantworten möchte. Es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen, also vielen Dank für das Interesse und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Jay ohne Sweatshirt oder Mantel, Illuminati? Weißt du was, eigentlich hast du da sogar recht. Hi, meine Haare werden einfach richtig überbelichtet von oben. Das ist nicht so toll. Hast du eine Freundin? Naja, also wie man es nimmt, ich meine... Nein. Machst du jetzt Facecam? Das ist auch eine Frage, die ich öfter gestellt bekommen habe. Und zwar mache ich jetzt auch die normalen Videos mit Facecam? Wahrscheinlich nicht. Gerade wenn man jetzt Toplisten oder sowas macht, finde ich es eigentlich angenehmer, wenn man halt die passenden Videos im Hintergrund hat. Außerdem habe ich zwar eine Facecam, aber die ist halt über meinem Monitor und das sieht dann immer ein bisschen komisch aus, wenn so eine Sicht von oben auf mich, also auf mein Gesicht so geht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall finde ich, das sieht immer ein bisschen komisch aus und deswegen denke ich mal, dass es außerhalb dieser RL-Videos hier nicht so oft Facecam oder sowas geben wird. Hat es dich im ersten Moment arg gestört, als du geleakt worden bist? Ja, also sagen wir zumindest mal, es war ein ziemlicher Schock. Ich habe mir in meinem Videoday-Vlog ja größte Mühe gegeben, damit man mich eben nicht sieht. Ich habe mich zensiert, ich habe vieles rausgeschnitten und letztendlich war das alles irgendwie unnötig. Deswegen, als mir das dann ein paar in die Kommentare geschrieben hatten und ich das dann auch gesehen habe, war ich schon so ein bisschen... war nicht so cool. Aber Cassius Clay konnte eben nicht Bescheid wissen und deswegen bin ich ihm auch gar nicht böse. Ich glaube, er hat sogar ein paar Kommentare mit Jay entfernt, was auf jeden Fall sehr cool ist, wenn es wirklich stimmt. Und ja, es geht schon. Es war okay. Es war alles noch im Rahmen des Möglichen, weil da habe ich halt festgemacht, okay, ich zeig mich jetzt. Hast du eine Freundin oder bist du Single? Wie ich auch gerade schon sagte... Nein. Wie war das für dich, als du mit YouTube angefangen hast? Und gab es Schwierigkeiten, etwas bekannter zu werden? Das kommt jetzt wirklich darauf an, wie man denn die Frage nimmt, denn ich mache ja nicht erst seit diesem Kanal hier YouTube. Den ersten richtigen YouTube-Kanal, wo ich ernsthaft angefangen habe mit Videos, habe ich 2013 gemacht und das war ein Gaming-Kanal. Und gewisserweise hat sich Gaming bei mir auch bis Ende 2016 gehalten. Ich hatte da halt nie wirklich sonderlichen Erfolg, also 2013 bis Ende 2014 war komplette Katastrophe, da habe ich halt... Da war ich so dieser kleine typische YouTuber, der 20, 30 Klicks pro Video bekommt und sich mal tot freut, wenn er 100 Klicks bekommt. Anfang 2015 hatte ich dann so einen ganz kleinen Zuwachs. Da hatte ich dann ungefähr jedes Video 100, 200, 300 Klicks. Das war schon für mich echt krass. Aber als ich dann hier mit diesem Jay-Kanal angefangen habe, hatte ich eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich meine, der Kanal ist einfach eigentlich von Anfang an ziemlich gut angekommen. Auf meinem anderen Kanal, Julien, habe ich diesen Kanal hier ja angekündigt. Deswegen hatte ich gleich am Start sofort 300 Abos oder sowas. Und nach, ich glaube... nicht mal 10 Videos kam dann auch der Hype von alleine. Also wenn man sich jetzt wirklich nur auf diesen Kanal hier bezieht, dann hatte ich eigentlich nicht sonderlich viele Schwierigkeiten. Hallo. Hallo. Mann, Julien, du hast echt immer die besten Gags. Ich weiß. Was hast du dir so auf der Gamescom gegönnt und was war dein persönliches Highlight? Auf der Gamescom hatte ich dieses Jahr eigentlich nicht sonderlich viel, was mich interessiert hat. Ich bin halt überall mal durchgelaufen. Aber irgendwie waren tatsächlich dieses Jahr die YouTuber meine Highlights, die man da so mal gesehen hat. Gerade auch Unge, der war auf jeden Fall cool drauf. Ich war jetzt dieses Jahr das vierte Mal auf der Gamescom. Ich war schon 2013, 2014, 2015 und eben jetzt 2017. Aber irgendwie war das bis jetzt so das langweiligste Jahr für mich persönlich. Und wenn ich nochmal hingehe, dann wahrscheinlich eher wegen YouTube. Haha, du bist voll hot. Danke, Julia. Ich gebe mir größte Mühe. Bist du Single? Das finde ich jetzt langsam ein bisschen... Was soll das? Mit Cap würdest du noch fresher aussehen. Ich habe gerade zwar keine Cap griffbereit, aber dafür diesen wundervollen Hut. Voll das Babyface. XD. Tatsächlich habe ich das auch mal öfter gelesen. Ja, heute ist man scheinbar ein Babyface, wenn man weiß, was ein Rasierer ist. Du siehst voll so aus wie Yuri. Nein. Wie groß sind Sie, Sir? Ich bin jetzt zurzeit 1,76, aber vielleicht kommt da ja noch was. Alles im Bereich des Möglichen. Bist du sexy? Ja. Ja, doch. Nicht böse nehmen, aber ich hätte dich vom Aussehen älter eingeschätzt. Du siehst voll aus wie 16 bis 17. Oh shit, Leute, wir haben wieder einen Unwissenden. Zed Black, setz dich bitte erstmal kurz hin und generell alle, das könnte jetzt ein bisschen hart werden. Ich bin 16. Wem willst du hier ficken? Sag mal ehrlich, wem willst du hier ficken? Dein Gesicht befriedigt mich. Und das schaffe ich sogar ohne unter dir zu liegen. How could this happen? So, das wären jetzt aber schon alle Fragen für das FAQ. Auf jeden Fall danke für alle ans Mitmachen, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viele Leute merken, dass ich während des Videos ein anderes T-Shirt angezogen habe. Und ja, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.